Selten hat ein Film so direkt und so charmant die Magie des Kinos beschrieben und vermittelt. The Artist ist, man will es nicht glauben, ein Stummfilm, der aussieht, als sei er tatsächlich 1927 gedreht worden. Es geht um einen großen Star und um ein ehrgeiziges Ballettmäuschen, das gelegentlich bestenfalls mal im Corps de Ballet mithüpfen darf. Bis, aber sehen Sie selbst, bis das Melodram seinen unaufhaltsamen Lauf nimmt. Die Besetzung ist perfekt. Berenice Bejo, die Ehefrau des Regisseurs, gibt eine zauberhafte Kinoelevin. Und Jean Dujardin sieht so aus und spielt so, als habe er nie etwas anderes als Stummfilme gedreht. Frage an den Regisseur. Heutzutage einen Stummfilm drehen, ist das nicht riskant? This one? So einen? Yeah, ja, aber ich glaube, es war eher für die Financiers und die Producer riskant, denn die haben ihr eigenes Geld im Film angelegt. Für mich war es nicht so riskant, denn ich wollte das nun mal und keiner hat mich dazu gedrängt. Ich hatte nur mir selbst zu vertrauen, was viel leichter ist. Der Produzent... Ich gebe sein Geld mit meiner Idee aus und er finanziert meine Idee mit seinem Geld. Also er trug das Risiko, viel mehr als ich. Als Produzent im Film agiert übrigens der brillante John Goodman, dem körperbetontes Spiel kaum Probleme macht. Es ist überhaupt fantastisch, wie der Regisseur klassische visuelle Erzähltechniken virtuos wiederbelebt. Pass pro toto, zum Beispiel in dieser Szene, die kommende Love Story einleitet. Licht, Dekoration, Maske, Musik. Hier stimmt einfach alles. Und wie dreht sich so ein Stummfilm? Man hat als Schauspieler bei der Herstellung eines Stummfilms ganz einfach mehr Freiheiten als beim Dreh eines Tonfilms. Es gibt nicht diesen Druck am Set, diese unbedingte Ruhe wie sonst. Wir konnten Musik anmachen, haben uns unterhalten. Man ist viel mehr einbezogen, wenn im Atelier so ein Stück entsteht. Man fühlt sich sehr wohl dabei. Und mir ist diese Epoche sehr nah. Und so geht's weiter. Es ist ja schließlich ein Melodram. Der Tonfilm kommt auf und unser Held kommt, wie viele der alten Stars damals, unter die Räder, während sie im neuen Medium Tonfilm unausgesetzt aufsteigt. Gemacht ist das so konsequent und so genial, dass der Film seit Cannes unaufhörlich und völlig zu Recht Preise einkassiert. Fehlt nur noch der Oscar, bei dem The Artist unvermeidlich mit von der Partie sein wird.